Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir, sind hier immer noch quasi am Erkunden und am, Zinder suchen und so. Wir sollen jetzt hier Lonesome Road gehen und zum eingestürzten Überführungstunnel. Joa. Das ist wohl unser Weg, wo wir zurzeit langlaufen müssen. Was? Ende der Welt? Was? Aha. Eingestürzten Überführungstunnel betreten. Ach so. Ich kann es nicht glauben. Grant ist wirklich zu Colonel Autumn gegangen und hat die Genehmigung für ihre verdammten Effizienzrichtlinien erhalten. Alle Experimente werden mit dem vollständig aktiven Testsubjekt durchgeführt, um die Zeit für Wiederholungen zu reduzieren. Das ist barbarisch. Ich habe das alles dem Colonel erklärt. Nur weil die Augenbots keine echte KI haben, sind sie noch lange keine einfachen Maschinen. Aber anscheinend zählen hier nur Ergebnisse. Vergessen wir sowas wie ethische Vorgehensweisen und menschliche Behandlung. Langsam bekomme ich ernste Bedenken wegen der Leitung hier. Wenigstens kann ich mit dir reden. Was, Eddie? Whitney hat seine Augenbots gehütet wie seine Augäpfel. Wie? Unfassbar, dass sie sowas erlauben. Ich kenne viele Roboter und weiß, sie sind mehr als Menschen. Ich kann jetzt verstehen, warum du damals gegangen bist. Ich hoffe, diese Mistkerle haben so richtig einen mitgekriegt. Gehen wir weiter. Wir haben noch eine ganze schöne Strecke zurückzulegen. Es geht also, wenn ich es jetzt immer und immer mehr verstehe, darum, dass da hinten, glaube ich, eine Scheiß... Todeskralle ist. Jetzt habe ich Panik. Todeskralle ist nie gut. Tunnelgräber, aha. Eieiei. Was ist das denn? Nagelgewehr. Visionsbefehl des Bravo-Teams. Kann ich das Nagelgewehr reparieren? Nö. Das ist eine Todeskralle. Eieieiei. Ich habe gerade echt Panik hier. Was ist hier? Er ein Carranger. Go home, Q, ja. Wow. Da hinten sich. Oh Gott, das ist nicht freundlich. Oh, das ist kritisch gewesen. Apokalypse kann mich mal, ja. Hüllenpilz. Eigentlich nicht schlecht. Wow. Ein giftiger Tunnelgräber. Ich habe auch das Gefühl, die sind irgendwie stärker als sie aussehen. Aua! Aua! So! Ey! Aua! Nein, nicht du. Ja, du.
Ja, sie sind irgendwie stärker, als sie aussehen, ne? Scheiße, Mann, jetzt geht's richtig in den Kampf. Ne, Brandgranaten. Oh. Aua, aua, aua. So. Einen nach den anderen töten. Oh, oh, jetzt bin ich in der Sackgasse. Ich werde sterben. Das ist doch eine Scheiße. Meine F9-Taste geht nicht. Glaube ich. Doch, sie geht. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn bitte schön schaffen? Und dann mache ich halt eine Splittergranate. So. Wow, 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 wow. Yeah, yeah, yeah. Okay. Habe ich Edi getötet? Alter, wie viele kommen denn da noch? Okay, man kann Edi nicht töten. Gut, das zu wissen. Ich muss ja sagen, also, die gehen ab, die Dinger. Die sind nicht ungefährlich. Aus diesen Löchern. Wo denn? Ich sehe hier nichts. Das erinnert mich gerade an diese Todespassage aus Fallout 3 in dieser einen Vault. In der Kinder-Vault. Dass die damals nicht so tödlich war wie hier. Allgemein habe ich das Gefühl, dass Fallout New Vegas bei weitem ein Stück härter ist als ganz schlecht, ganz schlecht. Okay, erst den einfachen, sag ich mal. Jetzt aber! Was? Wo kommen die denn alle her? Wie kann ich die denn alle bitte schon töten? Ey, das ist doch unfassbar. Das geht doch nicht.
Die sind zu viele Gegner davon, muss ich ganz mal ehrlich gerade sagen. Und dann auch immer mit so übertriebenen TP-Punkten. Alle. Meine Fresse. So. So, der ist tot. Also ich brauche irgendwas, wo ich denen mehr Schaden zufüge. Ganz dringend. Vor allem, die kommen ja aus allen Löchern, ne? Den Nacken rein. Geschissen. Ach komm. So ist so eine Scheiße, diese Dinger. Ja, nee, da mache ich Neuladen, weil das bringt so nicht. Die sind ganz einfach zu stark, die Gegner. Das ist wie mit den, Schalentieren, jetzt weiß ich nicht, wie die heißen. Skorpion in Big Mountain. Schnell speichern. Mal gucken, wo Idi abgeblieben ist, da hinten. Was zur... Sag mal, willst du mich verarschen oder so? Ja, mit Trefferchance gleich null hat man ja gute Chancen darauf. Also das sind, muss man ganz ehrlich gerade sagen, zu viele. Sorry, aber... Entweder weniger davon oder weniger stark. Im Angriff, nicht in... Dass man die, den nicht... Dass die zu viel Energie haben. Einfach, dass die zu viel Angriff machen. Der hat sich ja aber gut eingerichtet. So. High Road, 1/2 mile. Da bist du ja endlich wieder. Wusste, dass der Bär schwer zu töten sein würde. Du und deine Maschine. Ihr habt also überlebt. Die Kluft hält eine Lektion bereit. Wie die alte Welt Wege ebnete und Absichten verfolgte. Die Republik könnte etwas lernen, würde sie zuhören. Sie wollen immer das Richtige tun und schaffen es doch nie wirklich. Vielleicht hast du es schon gesehen. In Nipton oder anderswo. Du kennst einen besseren Weg? Ja. Und jeder Kurier könnte dir dasselbe sagen. Man sieht ihn überall, den Bären.
Der Bär ist so sehr dabei, die Mojave mit Messern, Straßen und Grenzen zu teilen. Er sieht die Welt, wie sie sein sollte und nicht, wie sie ist. Sind weit verstreut, können die Front und die Städte nicht beschützen. Denken, dass Papier Macht und Funk Kontrolle ist. Alles nutzlos. Das ist jetzt auch egal. Der Bär konnte die Kluft nicht halten. Du und diese Maschine seid alles, was von RNK hier übrig ist. Der Rest ist der Strahlung und dem Feuer zum Opfer gefallen. Und dem, was unten gräbt. Die Soldaten in Hopewell gehörten einst zur RNK, ganz sicher. Warum waren sie bei der Legion? Gut erkannt. Keine Sammler. Das trugen sie, bevor dies alles geschah. Schmerz erschafft seltsame Verbündete. Der Hass des Bären und des Bullen auf dem Schlachtfeld hat sich gegen die Kluft gewendet. Wenige überleben. Viele RNK waren schon hier, als die Zerstörung geschah. Haben die Straße nach Osten freigehalten. Aus Angst vor Caesar. Angst vor der Legion. Die RNK wollte mit diesem Versorgungsweg die Mojave stärken und den Hoover-Staudamm. Vom Damm, diese Mauer der alten Welt. Der Bär. RNK durfte ihn nicht so leicht erreichen. Long 15. Kanaan. Beides schlimm genug. Campbell. Caesar. House. Man könnte glauben, ihre Welt bestand nur aus dieser Mauer, die den Colorado staut. Hätte ich nie darüber gesprochen. Aber als sie gefunden war, sah Caesar nichts anderes mehr. Die Mauer und die Flagge dahinter. Ein Symbol und für ihn eine Herausforderung. Und die Kluft, eine der Straßen dorthin. Die Legion hatte den Auftrag, diese Verkehrsader abzuschneiden. Der Bär sollte langsam ausbluten. Diese Art des Mordes ist ganz typisch für jedes Mitglied der Legion. Jetzt ist die Kluft Geschichte. Was waren das für Kreaturen im Underpass? Tunnelgräber. Raubtiere, die sich hier ihre eigenen unterirdischen Straßen graben. Die Kluft hat ihren Himmel zerstört und ihnen die Welt darüber gezeigt. Und den Geruch neuer Beute. Sind ein langsamerer Tod für die Mojave als Bomben und Feuer. Aber sie holen sich die Bewohner so, wie sie es am wenigsten erwarten. Von unten. Ja, wenn ich in Mainz über die Bahnhofsbrücke fahre, dann denke ich mir auch immer, will ich über eine eigene Straße baddeln. Sie wurden womöglich durch atomare Waffen geschaffen und durch Bomben und Beben nach oben getrieben. Das ergibt Sinn. So sieht es jedenfalls aus. Passt auch zur Historie dieses Ortes. Zeichen gab es hier schon eine lange Zeit, vor den Gezeichneten. Bevor die Geschehnisse in der Kluft ihren Himmel zum Einsturz brachten. Falls ja, waren sie sehr tief begraben. Wurden vielleicht geboren, als sich Amerikas Asche langsam legte. Habe schlimmere, verstrahlte Dinge gesehen. Du sprichst von einem langsamen Tod der Mojave. Heißt das, sie dringen aus der Kluft hervor? Der Tod wird von unten kommen. In der Kluft muss man Himmel und Erde beobachten. Die Mojave wird eine einfache Beute für sie sein. Sie werden mit der Zeit überall in der Mojave auftauchen. Könnte Jahre dauern. Wahrscheinlich kürzer. Sie vermehren sich schnell, jagen in Gruppen, mehr als genug, um auch die Stärksten in der Mojave zu töten. Wenn sie einmal Blut gewittert haben, sie zerreißen Todeskrallen in Stücke. Die Todeskralle erwischt vielleicht ein paar, aber die restlichen umzingeln und zerreißen sie wie Bluthunde aus Denver. Entdecker, du warst in Denver? Das ist ein Gebiet der Legion. Ich habe nicht nur die Mojave und die Kluft durchquert. War auch im Osten, bevor der Bulle kam. Dann ähnlich der Mojave vor dem Bären. Stämme, Städte, Kampf ums Überleben. Der Bulle war besser. Die Gezeichneten der Hopewell, manche trugen komische Masken und fremdartige Schwerter. Sie tragen falsche Versionen der Maske des Legaten Lanius, die Caesar für ihn angefertigt hat.
Auch wenn es zunächst eine Beleidigung war. Sie wurde aus Metall aus der Kluft gefertigt. Nicht mit Vorsicht und Stärke, sondern mit Hass. Das hält sie am Boden. Roh, effektiv, wie ihre Klingen, entfernte Spiegel ihres Legaten. Ein Symbol, an das sie glauben können, während die Kluft an ihnen zerrt. Andere Gezeichneten hatten eher ein Karrüstung dabei und trugen keine Masken oder Schwerter. Der zweiköpfige Bär, Erenka, hat keine Symbole, so wie die Legion sie hat. Die Mitglieder verehren ihre Minen und ihren Sprengstoff, ihre Gewehre. Das ist ihre Religion. Tod aus der Ferne. Darauf sind sie stolz. Wenn das die High Road ist, wo führt sie dann hin? Am Ende der High Road liegt Ashton, sein Silo. Diese Maschine bei dir, sie kann es öffnen, aufwecken, wie das in Hopeville. Bei unserem ersten Gespräch in Hopeville hast du geschworen, mich nicht zu töten. Warum? Du kennst das Warum. Falls nicht, ich kenne es. Und das reicht. Zeigt, dass Vertrauen nicht zu weit Richtung Westen wandert. Du hast was Besseres verdient, weil du so weit gekommen bist. Wir gehen denselben Weg, tragen dieselben Farben. Ich will die Straße nicht rot färben. Wenn du mehr wissen willst, geh zur Kluft. Je näher du deinem Zuhause kommst, desto mehr Antworten erhältst du. Und diese Maschine. Die Straße führt ins Niemandsland. In der Kluft gibt es nichts. Viele in der Mojave glauben, dass die Kluft nur aus einer Schlucht und Stürmen besteht. Das war nicht immer so. Es gab mal Leben, eine Stadt, weiter westlich. Ich meine keine alte Weltstadt wie Hopeville. Viel neuer. Du hast sie schon gesehen. Sie trug auch den Namen Die Kluft. Sie war eine Straße aus dem Westen in die Mojave. Eine Versorgungslinie. Nicht nur Risse in der Erde. Für diese Straße war ein Kurier nötig. Du. Damals hast du die Straße mit dem Blick nach Osten gesehen. Die Kluft liegt in der anderen Richtung. Und wenn du sie erreichst und deine Augen versuchen, alles zu verstehen. Zu Hause ist nicht mehr das, was es mal war. Weshalb denkst du, dass diese Straße nach Hause führt? Alle Straßen führen wieder nach Hause. Nein, nach Rom. Vielleicht nicht zu deinem Geburtsort. Aber nach Hause. Nein, zu Rom. In deinem Zuhause wirst du nicht in die Welt geboren. Hast du mir beigebracht. War ein Teil deiner Nachricht. Ob du das so gemeint hast oder nicht. Kann ein Ort in deinem Geist sein. Ein Moment, in dem du weißt, wer du bist. Die Geschichte. Und es können Orte sein, denen du Leben einhauchst. Ohne dich hätte ich nie von der Kluft erfahren. Durch den Weg, den du wieder und wieder mit deinen Spuren hinterlassen hast. Nur du warst gewillt, die Reise hierher und zurück anzutreten. Ein harter Weg. Hast das Land vor der Kluft jahrelang am Leben gehalten. Das kann nicht nur ein Job gewesen sein. Es hat dir mehr bedeutet. Man hat nicht so viele Gefühle für einen Ort, wenn man dort nicht zu Hause ist. Ich bin in der Mojave und auch zuvor viele steinige Wege gegangen. Das bedeutet aber gar nichts. Das bedeutet alles, auch wenn du es abstreitest. Es zeigt, wer und was du bist. Beweist, was hier geschehen ist. Du hast durch deinen Weg die Kluft am Leben gehalten. Sie ist aufgrund deiner Taten gewachsen. Siedler, Lager, die alte Weltstadt füllt sich. Chance auf eine neue Nation, einen neuen Anfang, eine neue Denkweise. Hättest der Mojave neues Leben geben können, eine Brücke zwischen Ost und West schlagen. Aber nicht mit etwas aus der alten Welt, mit etwas von dir. Du bist immer noch dabei, Mutmaßungen anzustellen. Nein, ich rufe mir nur die Geschichte ins Gedächtnis. RNK hat den Wert deines Weges erkannt. Hat Anspruch erhoben, ob erwünscht oder unerwünscht. Wie überall in der Mojave. Und wo der Bär versucht, am Leben festzuhalten, kommt die Legion. Mit Nachrichten.
Einige wurden durch Klingen überbracht, andere durch Kuriere. Du wusstest, was kommt, und ich weiß auch, was dir bevorsteht. Dieses Mal trägst du die Last. Geh Richtung Westen in die Sonne und geh weiter, bis sie untergeht. Dort werde ich auf dich warten. Und wir gehen jetzt in die nächste Folge. Bis dahin und tschüss.